erklären. Geht schnell. Also, Mob, ja. Was sind eigentlich so die wichtigsten Karten? Wir starten alle hier drauf. Wir starten drauf, ja. Genau, wenn wir sterben, kommen wir hier wieder zurück. Okay. Und unser Ziel ist es, hier drauf zu kommen, alle Zombies zu töten und auf das mittlere Feld, damit wir mit dem Helikopter wegfliegen können. Okay, Feld. 1, 2, 3, 4, das sind Felder. Genau. Genau, das sind alles immer Felder. Aber da sind Strafen, da kannst du drauf, hier nicht. Genau. Man sieht später auch noch hier zum Beispiel, hast du 1, 2, 3 Felder. Ja. Hier, genau, hier, das sind so Special Gebäude, steht auch dran, Blumengeschäft. Ja. Und da darf man dann auch rein, aber nur durch die Tür. Okay. Natürlich. Hier oben steht Z, wie viele Zombies da drauf müssen, also in das Haus. Ja. L steht für Lebensmarken, die darf man, der die Karte hinlegt, legt die drei Zombies hier drauf, entscheidet sich, wo die Lebensmarke hinkommt und wo die Munitionsmarke drauf kommt. Und es gibt halt ganz viele verschiedene. Und da, wo nichts drauf steht, wie zum Beispiel hier, werden so viele Zombies hingelegt, wie Ausgänge drauf sind. Okay. Also hier sind es 4 und hier zum Beispiel 2. 2 Ausgänge. Genau, 2 Ausgänge, also legt mal 2 Zombies hin. Okay. Also, mal eine Runde erklären, glaube ich. Ja. Genau. Aber ein Zombie ist doch so eine Halbtote, so wie Michael Jackson in dem Film. Ja, ja. Genau. Also, ich kann jetzt einfach mal... Also die hier, die kommt ganz... Mittlerweile ist eigentlich kein Zombie mehr. Das ist mittlerweile ein echter Zombie. Ja, vielleicht kommt da die müsste nur aufstehen. Also es gibt verschiedene... Also es ist so, am Anfang hat man 3 Karten. Das sind Ereigniskarten, da steht ganz viel drauf, wie zum Beispiel, man hat jetzt eine Waffe oder man darf jetzt einen Zombie umbringen oder sonst irgendwas. Oder du bekommst jetzt eine Lebensmarke oder du kannst einen anderen schädigen und sagen, okay, der ist jetzt umzingelt mit Zombies und muss sie erstmal alle töten. Also es gibt ganz viele verschiedene Karten. Das ist jetzt so, ich fange jetzt einfach mal an zu würfeln, einfach nur um es zu zeigen. Hab eine 5, kann jetzt 5 Felder laufen. Ich habe natürlich, ich habe zuerst eine Karte gelegt. Die vom verdeckten Stapel hier genommen. Genau. Und die kann man anlegen, wo man will, wo es möglich ist. Also genau. So, dann soll man eine Landschaft aufbauen. Genau, ja. Genau. Dann kommen erstmal, weil ich die Karte hingelegt habe, darf ich entscheiden, wo die Zombies hinkommen. Ich stelle jetzt einfach mal irgendwie auf. So, einen brauche ich noch. Genau. Kannst auch in der Mitte nehmen. Genau. So. Und jetzt habe ich eine 5. Ich darf 5 Felder laufen. Ich darf auch weniger. Ich darf auch stoppen, wenn ich möchte. So, und jetzt will ich einfach mal laufen. Ich laufe jetzt. 1. So, 2. Feld. Ich muss gegen den kämpfen. Der Zombie ist... Ich kämpfe jetzt gegen den mit dem Würfel. Ja. Wenn ich eine 4, 5 oder 6 würfel, ist er tot. Und ich darf den zu mir nehmen, weil das ist ein Punkt. Wenn ich nicht gegen den gewinne, dann haben wir hier noch die schönen Lebensmarken und die Munitionsmarken. Da bekommt jeder am Anfang 3 Stück. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich probiere es jetzt einfach mal. So, er ist tot. Wir machen einfach mal 2. Jetzt kommt der 3. Auch geschafft. Ja, muss man erstmal. So, ich habe den jetzt nicht gekriegt. Ich habe eine 1. Ja. Das heißt, ich habe ihn nicht umgebracht. Das heißt, ich müsste jetzt eine Lebensmarke abgeben und dann darf ich nochmal würfeln, um den umzubringen. Das ist sozusagen eine 2. Chance. Oder ich werte den auf mit Munition. Munition, jede Munitionsmarke, die ich hinlege, bedeutet einen Punkt mehr, der hier drauf ist. Jetzt würde es sich zum Beispiel gar nicht rentieren, weil ich müsste 4 Marken aufopfern. 3. Gibt es Taser, ne? Oder gibt es so Plutonium oder radioaktive Strahlung? Oder das war einfach eine Standardwaffe jetzt gerade. Genau. So, das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 3 habe, ist es ja dumm, jetzt hier ein Leben wegzulegen, sondern lieber ein Munitionsplättchen. Dann schmeißt man ein Munitionsplättchen weg und dann ist er auch tot. Ach, nicht mal Dam-Dam-Kugeln? Das muss doch nicht Dam-Dam-Geschosse sein. Puppgewehr. So. Puppgewehr. Puppgewehr. Pupp.
Ist was wie ein Granatwerfer, so eine Art. So, Koop. Koop. Ja, ungefähr so. Ja, also, zeig ich dir mal. Soll ich mal auf der Schulter oder so? Ja, wenn, das A-Team hat das auch manchmal sogar gehabt. Wenn die Dinger weg sind, ist es egal. Aber wenn du hiervon nur noch eins hast und du würfelst jetzt eine 3, dann kannst du ja nichts mehr machen. Dann ist der auch weg und du fängst von vorne wieder an und startest da. Okay. Das bist du. Und das hier sind meine 2, die ich jetzt gerade gewonnen habe. Ja. Davon muss ich die Hälfte abgeben, aufgerundet. Das ist einfach so, weil du gestorben bist. Lege ich jetzt einen weg, den anderen behalte ich. Es gibt Karten hier drin. Da steht drauf, dies ist eine Waffe oder ein Gegenstand. Die darfst du vor dir hinlegen und dann sind das Waffen. Und dann legst du die zum Beispiel vor dir hin und du darfst ja nur allerhöchstens 3 Karten haben, aber du darfst ja 3 auf der Hand haben. Das heißt, die zählt da nicht mit dazu. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier 3 Karten liegen haben und darf trotzdem noch 3 auf der Hand haben. Ja. Wenn ich aber sterbe, fallen die automatisch komplett weg. Die, die du auf der Hand hast, die darfst du behalten. Okay. Das mal im späteren Spiel dann noch. Wenn ich dann meinen Zug getan habe, ich bin jetzt fertig und ich stehe jetzt hier, dann würfel ich nochmal. Ja. 4. Und das heißt, ich darf 4 Zombies ein Feld vorwärts bewegen, in irgendeine Richtung. Ja. Wenn jetzt hier natürlich noch andere liegen und der Kai sitzt da zum Beispiel, kann ich ihn zum Beispiel ärgern und kann ganz viele Zombies auf ihn hinrichten. Eine andere Frage, ne? Ja. Diese Felder hier, das kann ja riesengroß werden, die Zombie-Landschaft kann ja. Richtig. Ja, wir haben nicht so viele Karten. Das haben wir aber noch Platz hier. Da sind so bestimmt 100. Nein. Das sind 20 Karten. Okay. Aber 20 Dezimeter kann man nicht mehr. Genau. Aber wir haben noch mehr Karten. Am besten fangen wir einfach mal an und spielen, dann lernen wir es am besten. Genau. Also, ich nehme so einen Zombie als Karte. Dann müssen wir dich aber leider um. Genau. Hier gibt es zum Beispiel Karten. Da steht dann drauf, wenn du im Blumengeschäft bist, kriegst du 2 Lebensmarken zusätzlich. Ja. Dann gehst du hier in den Blumenladen rein. Ja. Steht hier oben ja Blumenladen. Dann legst du die Karte hin und legst sie auf den Stapel abgelegt und kriegst dann einfach 2 Karten. Also manchmal muss man sich von Laden zu Laden hinbewegen. Okay. Die Karte wird ganz zum Schluss gelegt, dass wir auch wirklich alle Karten legen. Gut. Hat sich jeder eine Farbe ausgesucht? Ja. Achso, von den Leben darf man höchstens 5 haben und von den Munitionen unendlich. Ich hätte gerne so einen Munitionscheat.